Guten Morgen, Leute, mal von einer anderen Perspektive, als ihr sie sonst kennt. Denn heute drehe ich einen Alltagsvlog. Finde es vielleicht auch mal so interessant zu wissen, wie so mein Alltag eigentlich abläuft. Normalerweise hätte ich jetzt Schule, aber ich bin krankgeschrieben. Für die Leute, die mir auf Snapchat folgen, wissen, dass ich im Krankenhaus lag, weil ich eine Blinddarmentzündung hatte und dementsprechend auch operiert worden bin. Und ja, ich habe noch Restschminke von gestern Abend drauf, weil kennt ihr das? Ihr seid abends so müde und ihr geht dann einfach nur noch schlafen und dann fällt euch irgendwie am nächsten Morgen auf, dass ihr noch nicht geschminkt wart. Also, dass ihr noch geschminkt wart und euch nicht abgeschminkt habt, kennt ihr das? Ja, so war es auf jeden Fall gestern Abend bei mir. Ich habe mir gerade schon die Haare gewaschen, weil duschen soll ich noch nicht, weil halt wegen den ganzen Fäden noch so. Und ich mache mich halt jetzt fertig, ziehe mich an, also ziehe mich um, schmink mich, fülle mir Haare, mache mir die Haare und dann geht's auch schon ab in die City, weil ich brauche ein Geburtstagsgeschenk. Dann brauche ich auch noch so ein paar Sachen von DM. Und ich werde jetzt nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Und es ist auch auf Dauer langweilig. Ich lag jetzt lang genug im Krankenhaus nur im Bett rum. Und ja, dann würde ich sagen, dass wir uns später sehen, wenn ich besser im Gesicht aussehe. Ich sehe irgendwie total krank aus, finde ich. Und ja. Dann würde ich sagen, zieh mir eben um und schmink mich. Ich hatte Nanunana. Unten. Aber war nix. Deswegen gehe ich jetzt nach DM. Da werde ich was finden, das weiß ich. Ich komme gerade aus dem DM. Eigentlich wollte ich nur zwei Sachen geholt haben. Aber das eine war mit dem doch irgendwie. Deswegen gehe ich da raus mal gucken nach einem Augenbrauenpuder. Und ich habe da irgendwie bei DM mehr eingekauft, als ich eigentlich wollte. Ha. Ja, wollte mir noch eigentlich ein Anti-Pinkel-Zeug holen. Daraus sind jetzt mehrere Sachen geworden, wo ich nur 5 Pickel oder so habe. Aber ja gut, ich gehe jetzt mal kurz zu Weltbild. Und dann gehe ich woanders nochmal was gucken wegen Geburtstagsgeschenk. Und dann zeige ich euch zu Hause, was ich schon jetzt bei DM gekauft habe. Es ist einiges geworden. Dann würde ich sagen, später. Ich habe jetzt bei H&M was Geburtstagsgeschenk gekauft, was eigentlich nicht geplant war. Aber man muss sagen, es ist für eine Einjährige und die haben da so süße Sachen und ich weiß, es ist nicht ihre Größe. Deswegen habe ich dann so einen Geschenkgutschein geholt. Aber guck euch mal einfach die Karte an. Die ist einfach von Frozen. Und jetzt gehe ich mir erstmal beim Bäcker was zu traden gönnen. Weil ich habe Hunger. Und danach geht es nochmal kurz nach Rossmann. Aber da hole ich nicht viel. Wirklich nicht. Ich gehe nochmal nach H&M. Rossmann werde ich wahrscheinlich nicht mehr gehen, weil ich will mir doch kein Augenbrauenpuder mehr holen. Ich bin mit dem Stift zufrieden. Guck da nochmal was für die Kleine, die Geburtstag hat. Passt zwar nicht ihre Größe, aber wird schon irgendwie gehen, weil da war irgendwie voll das süße Oberteil. Das wollte ich ja irgendwie doch mal holen. Ich gucke einfach mal. Und melde mich später nochmal. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Ich bin jetzt aus H&M raus und ich habe so das niedliche Oberteil geholt für die. Ja, das kann ich euch, wenn ich jetzt nicht da spontan vorbeigehen sollte, auch gleich noch zeigen. Und ja, ich habe da noch voll 2 Kassenzettel mit zugenommen, was ich normalerweise bei H&M nicht mache. Aber wenn das für jemand anderen ist, sollte man das vielleicht machen, damit man
die Sachen auch noch umtauschen kann. Aber jetzt geht's erstmal zurück nach Hause. So, da melde ich mich jetzt auch schon wieder zurück. Meine Haare sitzen elektrisch, weil ich mir gerade den Schal ausgezogen habe. Aber ne, gut, jetzt seht ihr auch mal den Rest des Zimmers. Yeah. Ich muss gleich mal ein bisschen mein Zimmer aufräumen, weil mein Zimmer sieht heute sehr unordentlich aus. Okay, schon seit ein paar Tagen, aber ich räume gleich auf. Aber jetzt zeige ich euch erstmal die Sachen von DM. Aber wohl, ich fange jetzt erstmal mit diesen super süßen Oberteilen, was ich für die kleine Maus geholt habe. Wenn ich mal später genau, hole ich meine Sachen für das Kind auch bei H&M. Guckt euch das an. Das sieht jetzt zwar extrem pink aus. Das ist nicht extrem, sondern es ist so ein altrosa Mädchen, so ein zartes Rosa eben. Es sieht halt so knallpink aus. Das hat hier so diese süße Schleife wie. Das hat mich halt irgendwie an diesen Hello Kitty Style erinnert. Und dann hat es hier unten noch so ein bisschen Spitze und voll knuffig. Hat jetzt 8 Euro gekostet, also 7,99 meine ich. Ja, 7,99. Ich lege zu den Oberteilen noch den Kassenbon drin mit hin. Das Schildchen ist da auch noch dran. So süß. Ja, ja, der eh bald Geburtstag. Jetzt kriegt ihr halt einen Gutschein und ein Oberteil. Aber egal. Aber dann kommen wir jetzt auch mal zu den DM-Sachen, ja? Also, gekauft habe ich mir Eimer von Lubus, heißt glaube ich, die Heilerde-Gesichtsmaske in der veganen Variante, weil die ist intensive Reinigung, sanftes Peeling und wertvolle Pflege. Von fettiger Haut und Milchhaut bei Pickeln, Pusteln und Mitessern. Ich habe das nur gekauft, weil ich hier, sieht man jetzt zum Glück nicht, Pickel habe und deswegen habe ich mir die gekauft. Und die hat 75 Cent gekostet, also geht das auch klar. Ist aber nicht die einzige Maske, die ich mir gegen Pickel geholt habe. Nein, ich habe mir noch von Shabens eine Totes Meermaske gekauft. Eine, die gar nicht intensiv und ist gegen Pickel und Mitesser. Einmal die hier und die hat 55 Cent gekostet. Ja, das waren immer noch nicht alle Masken. Hab noch 2 Stück. Dann habe ich mir noch vom Balea die Totes Meermaske, weil ich ja nicht schon eine Totes Meermaske habe, musste ja noch eine Totes Meermaske hin. Aber die beugt Unreinheiten vor mit Totes Meerschlamm. Und die ist klärend und ist für unreine Haut. Die ich eigentlich nicht habe, bis auf viele diese paar Pickel, weil ich habe normalerweise eine trockene Haut. Aber das ist die hier. Und die hat 45 Cent gekostet. Und dann habe ich noch eine Maske von Garnier, die Hautklar Anti-Pickel Thermomaske. Reinigt die Poren sofort und tiefenwirksam. Mit Salicylsäure plus Zink. Dermatologisch getestet. Das ist die hier. Und die hat mich gekostet 65 Cent. Das war aber immer noch nicht alles gegen Pickel, du. Ich wollte eigentlich nur eine Pickelcreme kaufen. Weil man kriegt ja irgendwie immer dann Pickel, wenn man nichts dagegen zu Hause hat. Ich dachte, ich hätte was, aber irgendwie hatte ich dann doch nichts mehr. Dann habe ich mir auf jeden Fall noch von Balea das Soft and Clear Intensiver Schutz Nachtcreme mit Salicylsäure und Zink. Befreit die Haut wirksam vom Pickeln, reduziert Rötungen, wirkt Bakterien. Hemmend. Ist auch wieder für unreine Haut, die ich nicht habe, aber doch da. Und die hat mich gekostet 1,85 Euro. Weil ich mir gedacht, komm, tust du deiner Haut richtig was Gutes, habe ich noch von Balea das Soft and Clear Anti-Pickel-Gel mit Salicylsäure. Schnelles Abklingen, was auch immer,
der Pickel antibakteriell, auch wieder für unreine Haut. Ich habe heute irgendwie alles für unreine Haut gekauft. Das hier auf jeden Fall. Und das hat mich auch 1,85 € gekostet. Das war aber immer noch nicht alles. Dann, weil ich zurzeit ganz trockene Spitzen habe, habe ich mir vom Balea die Repair and Pflege Express Kur gekauft. Die ist halt für trockenes und brüchiges Haar. Und die hat mich 95 Cent gekostet. Dann habe ich aber mir noch ein Deo gekauft, wovon ich mal das Duschgel hatte. Und zwar ist das Baleo Deo Body Spray Sweet and Smooth. Er kennt doch dieses Verpackung. Erstens, die Verpackung sah süß aus. Zweitens, es riecht einfach gut. Mein Deo ist zwar noch halb voll, aber die Verpackung ist doch die Hündchen dabei süß. Und es ist halt Zuckerschnut. Also das Duschgel heißt Zuckerschnut und glitzert, glaube ich, auch noch so ein bisschen. Und das hat mich 95 Cent gekostet. Dann habe ich aber noch ein Balea flingendes Gesichtswasser geholt mit Mandelblütenextrakt für trockene und sensible Haut. Und das hat mich, keine Ahnung wie viel gekostet, nein Spaß, 75 Cent. Und dann habe ich aber immer noch eine Sache. Und zwar von Trended Up den Contour and Glide Lip Liner. Das ist die Farbe. Wo steht die Farbe denn hier? Die hat keine Farbe. Ah doch. Das ist die 031. Ich die noch mal eben swatchen, wenn ich so schön seht ihr das da. Ja, da habe ich in DM heute schon mehrere getestet und das habe ich irgendwie nicht auf. Aber das ist der da. Der ist so schön. Und ja, das wären die Sachen soweit gewesen. Ich packe der Kleinen jetzt gleich erstmal dieses Oberteil hier ein, dieses Süße mit diesem Gutschein, den ich ihr gekauft habe. Und ja, dann melde ich mich später nochmal. So meine Freunde, da melde ich mich jetzt auch schon wieder zurück. Denn ich habe gerade das Geschenk für die Kleine eingepackt. Guckt euch das mal an. Wartet mal. Ah, liegen überall Kabels rum. Dani, sie ist verpasst. Ja, alles in rosa. Na, ey, wenn wir über so ein Geschenk, was so verpackt ist, riesig freuen. Naja, nicht riesig, aber ich würde mich freuen, weil einfach rosa das Geschenkpapier und stopp dann jetzt wieder mit meiner Hand los. Naja. Ich habe mich jetzt dazu spontan entschieden, ein bisschen hinzulegen. Ich bin irgendwie ein bisschen müde und meine, Nähte tun gerade auch irgendwie von mir nicht wundern. Ich habe hier gerade ein bisschen geschluckt. Oder bin ich jetzt auch schon wieder? Meine Mutter hat mich abgeholt, weil wir zum Mongolen gefahren sind, wo ich jetzt nicht mitgenommen habe. Weil wir halt im Restaurant waren und ja, da wollte ich das jetzt nicht so unbedingt mit abfilmen. Und ja, mein Grund genommen war das halt auch schon so mein Tag. Ich guck mal, ob ich jetzt noch ein bisschen schneide oder nicht. Guck ich mal. Und ja. Wenn es vielleicht heute noch online kommt, dann natürlich. Nee, das sag ich jetzt nicht, weil es bringt ja nichts. Ja, also dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Und ja, bis dann. Tschüssi!